Stein fest in einer Bestandteil des Konzertes, den ich immer sehr geschätzt habe in der ganzen Zeit, die ich jetzt hier schon moderiere, alle sind als Ausgaben. Wenn am Ende des Konzerts jemand kommt, der uns erklärt, wo der dritte Spenden hingeht, das wird jeder oder jeder antwortet, den sie wir spenden bei den Menschen, die auch wirklich nötig haben. Das hat 10 Jahre vorher der Richter gemacht, der hier davon gesetzt. Der ist jetzt aber in den Ruhestand gegangen. Ich dachte mir aber, wir können ihn ja nicht ganz so einfach gehen lassen. Er hat 10 Jahre lang für uns hier wirklich wichtige Arbeit verrichtet. Klatschen können wir jetzt aber auch noch nicht. Deswegen ist mir was eingefallen. Es gibt nämlich Klatschen an den Klatschen. Es gibt das Gebären, wo es Klatschen. Hast du das schon mal gesehen? Das geht genau. Das geht so. Und ich würde sehr, sehr gerne Herrn Richter genauso. Wir klatschen, Herr Richter. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Und dieser Applaus ist Ihre. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Richter. Wir brauchen aber natürlich jemanden, der Ihnen eben erzählt, was mit den Spenden passiert. Wir haben eine würdige, würdige Nachfolge gefunden. Frau Dr. Christa Bügel vom Gesundheitsamt und die hat jetzt die Ehre, hier zu die hat jetzt die Ehre, Ihnen zu erzählen, was mit den Spenden passiert und warum es wichtig ist, dass es
Thank you.
Thank you.
Take you by the hand.
vor, das waren wahrscheinlich keine 34 Jahre, aber vor dem ersten Konzert hatte Roland Niemeyer, das ist hier hinten im Orchester da drin, die Idee, er möchte ein Konzert organisieren, er möchte etwas Gutes tun für Menschen in Not, hier in Not. Wenn ich sowas schon organisiere, dann möchte ich 100.000 Euro zusammenkriegen, man muss ja mal alles denken. Damals hat sich keiner vorgestellt, dass das so einfach funktioniert. Heute in der 34. Ausgabe liegen wir bei einem Spendenstand von 94.000 Euro. Sie haben letztes Jahr fantastische über 7.000 Euro gespendet. Das heißt, wenn man 1:1 zusammenbringt, also 94.000 Euro und weiter, könnte es durchaus sein, ich hoffe das sehr stark auf Sie, dass ein Traum davon geht und Roland Niemeyer seine 100.000 Euro freut. Er hat gesagt, er macht es bis zu 100.000. Ich habe gesagt, ich habe für nächstes Jahr schon was vorgenommen, die Zeit, nämlich hier zu stehen und das wieder zu tun. Deswegen muss es weitergehen. Roland Niemeyer muss sich also neue Ziele stecken. Ich würde sagen, 200.000. Warum nicht mehr? Was er sich für neue Ziele gesteckt hat, das erzähle ich Ihnen nächstes Jahr hier an dieser Stelle. Es muss weitergehen. Es wird auch natürlich weitergehen. Und wir machen weiter mit, wir sind schon im Schlussspurt. Mit zwei wunderbaren Liedern. Das eine heißt After All. Das haben schon Topstars wie Cher gesungen. Wir hören sie jetzt aber nicht gesungen, sondern gespielt von der kleinsten Basketball der Welt, den Wechsel, hinter uns. Und dann kommt ein Lied, da habe ich schon die Aussprache gefreut. Das ist ein schwedisches Weihnachtslied und heißt Jul, Jul, Stralande Jul. Wahrscheinlich. Ein in Skandinavien sehr, sehr bekanntes Weihnachtslied. Es gibt mittlerweile viele in der Sprache dazu. Ich habe gehört, es wird auch nicht. Also müssen Sie sich den schwedischen Titel wahrscheinlich nicht merken. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß an der Musikanten. Thank you.
empfehlen darf, ist das Schlüsselbuch. Das habt ihr auch dieses Jahr für Sie vorbereitet und wenn Sie schon ein paar Mal bei uns da waren, wissen Sie, da sollen Sie auch mitsingen. Es heißt Hark, the Herald Angels Sing, ist ein englisches Weihnachtslied, aber so auf Deutsch gesungen. Und Sie dürfen sozusagen Englisch spielen und mitsingen und ich hoffe, ich mache das. Die Instruktionen stehen an Ihrem Heft, wann Sie wie einsteigen können. In diesem Sinne, ein schönes Schlüsselbuch.
den Mann hinter all dem an oder nicht. Dankeschön. Besonderer Dank gilt unseren über 90 Interpreten, sind heute aufgestanden, die sich unentgeltlich, die für sie unentgeltlich musiziert haben und den Dienst einer richtigen Sache. Erstmals dabei ist Wolfgang Kellendorfer mit seinem Chor und Kalibur aus Freistadt. Vielen Dank nochmal. Thank you.
Ein herzliches Dankeschön gilt den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Emmanuel, der Band und Begleiter meines Lebens. Gracias.
ist unlogisch. Und die wir in der Gemeinde, ihr seid immer für uns da, wenn wir euch brauchen. Ihr unterstützt unser Orchester und unser Grenzkonzert seit vielen Jahrzehnten ohne Notwehr. Ich möchte euch deshalb im Namen aller Anwesenden ein herzliches Vergelt's. Ein herzliches Vergelt's Gottes geht auch unseren Pfarrer, Herrn Rege, für die liebenswürdige Aufnahme seiner Kirche. Er ist stets freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend. Ich sage nur, wir sehr seligen Vater Klosterkirche haben den besten Mesner der Welt. Der Mesner, ein Notgeber. Für die langjährige freundliche Unterstützung bedanke ich mich bei dem Schützenverein St. Geschlecht, die Eingreisung auf die Stellen und Lichtprobe, überall sind sie mit dabei. Herzlichen Dank an den Josef und den Sepp, Josef Zilke, für deine gesprochene Unterstützung und deine Namen. Das neue Jahr. Kommen Sie gut nach Hause.